August 1944. Warschau. Jo, willkommen, Duftetypen, zu einer Runde angezockt. Und diesmal haben wir Warschau im Gepäck dabei. Was das Ganze kann, was das für ein Spiel ist, wie geil es jetzt spielt oder auch nicht, lohnt sich das, was es kostet und all den Kram, das finden wir jetzt gemeinsam raus. Worum geht es in Warschau? Wir spielen im Zweiten Weltkrieg und zwar auf Seiten der polnischen Widerstandskräfte in Warschau. Unser Ziel in diesem Spiel ist es, diesen Widerstand in Warschau so lange wie möglich aufrechtzuerhalten und die verschiedenen Viertel Warschaus gegen die deutschen Besatzermächte zu verteidigen und für ordentlich Aufruhr zu sorgen und die Moral unserer eigenen Truppen hochzuhalten. Um dies zu tun, müssen wir verschiedene Missionen erfüllen innerhalb der Viertel von Warschau. Dort gibt es verschiedene Belohnungen und Erfahrungspunkte abzusahnen, womit wir unsere Helden dann ausstatten können. Haben wir uns für eine Mission entschieden, so können wir unsere Heldentruppe zusammenstellen und mit etwas Ausrüstung versorgen. Und dann geht es auch schon los ins Viertel. Nachdem wir eine Mission gestartet haben, kommt unsere kleine Truppe in das gewählte Viertel von Warschau. Dort ist eine Übersichtskarte, in der wir unsere Truppe mittels Mausklicks durch die Straßen von Warschau navigieren, auf der Suche nach kleinen Ereignissymbolen. Von diesen Ereignissymbolen gibt es drei verschiedene. Es gibt einfache Loot-Symbole, es gibt Zufallsereignisse und das meiste werden Kämpfe sein. Die Kämpfe machen auch den Hauptaugenmerk des Spiels aus. Die Kämpfe werden rundenbasierend ausgetragen. Es wird abwechselnd gezogen. So ist immer erst die eigene Seite dran und dann die Seite der Gegner. Dabei hat man die freie Wahl, welchen Charakter man ziehen möchte und welche Fähigkeit diese ausführen sollte. Dabei kann man auch mit einem Charakter auch mehrere Aktionen hintereinander ausführen. Dies kann durchaus auch Nachteile mit sich bringen, da es ein Ausdauersystem gibt, welches ein paar Mali auf die Charaktere wirkt, sollte man sie übermäßig nutzen. Das Spielfeld teilt sich dabei, abgesehen von der eigenen und der Feindesseite, auch in mehreren Positionen der Charaktere auf und die verschiedenen Fähigkeiten können auch nur von verschiedenen Positionen oder auf verschiedene Positionen angewandt werden. Und durch geschicktes Einsetzen der verschiedenen Fähigkeiten der eigenen Helden gilt es somit, den Kampf zu bestreiten und für sich zu entscheiden. Sobald ein Kampf gewonnen ist, landet man auf einen Übersichtsbildschirm, wo man sieht, wie viele Erfahrungspunkte die eigenen Helden dazu gewonnen haben. Dabei gibt es auch Nebenmissionen zu erfüllen für extra Erfahrungspunkte. Und dann landet man wieder auf der Übersichtskarte und kann sich dem nächsten Ereignis widmen. Dies macht man so lange, bis man halt die Missionsziele erfüllt hat oder eben auch nicht. Man kann auch natürlich auch scheitern. Nach erfolgreichem Beenden der Mission kommt man auf einen kurzen Übersicht der Mission innerhalb des Viertels. Dort sieht man, welche Belohnungen man erhalten hat, wie viel Erfahrung die Helden bekommen haben. Sobald man eine Mission gänzlich abgeschlossen hat, kommt man noch an einen weiteren Übersichtsbildschirm. Dort sieht man den Verlauf des Aufstands aufgezeigt, welche Ressourcen man bekommen hat oder auch verloren hat, wie die Situation in den Vierteln ist und was sich eigentlich sonst alles um den Aufstand herum so entwickelt hat. Zusätzlich gibt es dazu nach jeder Mission ein Zufallsereignis, was noch ausgelöst wird. Hier ist es zum Beispiel das frische Blut und da bekommen wir einen neuen Charakter, eine neue Heldenklasse zur Verfügung gestellt, die wir dann im Laufe der Kampagne einsetzen können. Nachdem man dann auch diesen Übersichtsbildschirm überlebt hat, landet man wieder in der Widerstandsbasis. Die Widerstandsbasis ist das Missionshub zwischen den Einsätzen. Angekommen in dieser Basis kann man einerseits seine Helden organisieren, die Fähigkeiten austauschen, die man bereits hat, oder auch seine Erfahrungspunkte ausgeben, um neue zu erlangen. Da gibt es aktive und passive Punkte, die man dort auswählen kann. Jeder Charakter besitzt dabei einen eigenen Skillbaum und einzigartige Fähigkeiten.
Außerdem kann man die erbeuteten Güter organisieren, die verschiedensten Munitionsarten und Verbrauchsgüter sowie die neuen Waffen, die man eventuell gefunden hat, kann man den Helden zuschustern und diese damit ausstatten, was auf jeden Fall auch dringend notwendig ist, um sie dann wieder kriegsbereit zu machen. Nachdem man seine Charaktere und die eigene Basis und Güter entsprechend verwaltet hat, geht es dann auch schon wieder in die nächste Mission. Man geht ans Missionsboard und das Ganze beginnt von vorn, so lange bis der Aufstand Warschaus vorüber ist. Im Großen und Ganzen ist das auch schon das gesamte Spiel. Das spielt sich die ganze Zeit in so einem Gameplay-Loop dann weiter, bis sich dann das Ende des Aufstands auftut. Wer in Geschichte aufgepasst hat, weiß, wann es endet. Da kann man sich selber gut spoilern. Apropos Geschichte, kommen wir auch mal zu dem Punkt. Erzählt das Spiel überhaupt eine Geschichte oder ist das historisch? Da gehen wir jetzt mal gleich ein bisschen genauer drauf ein. Der Fokus der Geschichte von Warschau liegt in meinen Augen definitiv in den Hauptcharakteren, denn jeder einzelne von ihnen besitzt eine schon tiefgehende Hintergrundgeschichte, die es nach und nach innerhalb des Spiels zu entdecken gilt. Im Hintergrund seht ihr gerade Teile des Abspanns, ich habe euch den Text geblurrt, nur damit ihr nicht gespoilert werdet. Abgesehen von der Geschichte der Hauptcharaktere und deren Interaktion untereinander werden halt auch kleine Geschichten innerhalb des Spiels erzählt. Verschiedene Situationen gibt es zu entdecken, die man mittels Zufallsereignisse auf der Karte entdecken kann. Ich habe euch hier beispielsweise einfach mal eins rausgepickt und das schauen wir uns doch einmal ein bisschen genauer an. Eine andere Art von hilflos. Leise wimmernde Rufe bringen deine Gruppe dazu, einen Keller zu untersuchen. Darin findest du zusammenkauernd in einer Kiste hinter einem Haufen Haushaltsgerümpel neugeborene Kätzchen. Und zwar einen ganzen Wurf. Du zählst 7 kleine, blinde Körper, die schon unruhig versuchen, Futter und Aufmerksamkeit zu bekommen. Ihre Mutter hingegen ist nirgends zu sehen. Einige Mitglieder der Gruppe drängen sich nach vorn, ganz begierig darauf, die bezaubernden Kreaturen zu berühren und zu halten. Aber Anna bleibt unnachgiebig und verbietet es. Falls sie sie berühren, könnte ihre Mutter sie verstoßen, falls sie überhaupt zurückkommen sollte. Nur für den Fall und trotz der Tatsache, dass die Chancen sehr schlecht stehen, wenn man die Umstände bedenkt. Also gut. Daraufhin nähert sich Anna der Kiste und beugt sich vorsichtig darüber. Sie vermeidet weitere Bewegungen. Nach einer Weile stößt sie einen Seufzer aus und lächelt leise. Vielleicht ist es am besten so, sagt sie. Falls du sie zum Aufstand mitnehmen würdest, würden sie letzten Endes wohl als Essen für die Aufständischen enden. Kein unwahrscheinliches Szenario, wenn man die Lebensmittelknappheit beim Widerstand bedenkt. Hier haben sie zumindest einen Hauch von Hoffnung, dass ihre Mutter noch zurückkommen wird, wenn es auch noch so falsch wirkt. Ihr ist schmerzlich bewusst, dass dies nicht die beste Lösung ist, gesteht sich aber ein, dass es keine bessere Option gibt. Diese Kätzchen sind ein Luxus, doch wenn es hart auf hart kommt, gibt es im Leben keinen Platz dafür. Auf Annas Wunsch sorgst du dafür, dass die Kiste unberührt und so gut geschützt wie möglich zurückgelassen wird, ehe ihr geht. Als ihr endlich aufbrecht, könntest du schwören, dass du 2-3 Häuser später das Miauen immer noch hören konntest. Zusätzlich zu diesen zufälligen Ereignissen und kleinen Kurzgeschichten, die während der Kampagne stattfinden, gibt es auch regelmäßige Events, die nach der Mission stattfinden. Diese Zufallsevents sind aber im Grunde genau das gleiche wie die, die wir auch auf der Mission finden können, nur es sind halt meistens andere dabei oder auch mehr den Aufstand allgemein betreffende Dinge, anstatt vielleicht einzelne Charaktersachen. Dazu gibt es dann noch einen Kodex, in dem es verschiedene Einträge gibt. Einmal zu den Hauptcharakteren gibt es da eine große Hintergrundstory, die man sich dann durchlesen kann. Es gibt auch Kodex-Einträge zu den Feinden, wo eine kleine historische Beschreibung dazu ist, wo kommen die Feinde eigentlich her, was machen die und wieso sind sie überhaupt da. Und zu den Waffen- und Ausrüstungsgegenständen gibt es dann auch nochmal einen kleinen Text, wo man nachlesen kann, was ist das eigentlich für ein Gerät und wie kommt er eigentlich überhaupt in die Hände der polnischen Widerstandskräfte.
Und zu guter Letzt erzählt das Spiel natürlich auch die Geschichte des Weltkriegs halt noch einmal nach. Und im Grunde ist das auch schon alles, was es so an Geschichtsschnipsel aufzuschnappen gibt in dem Spiel. Insgesamt muss ich sagen, es ist nicht zu viel, dass es einen irgendwie erschlägt und man das Gefühl hat, man liest jetzt 3 Romane. Aber es ist auch nicht zu wenig so, dass das Spiel keinen Anstrich, keinen farblichen Ton bekommt. Insgesamt bin ich damit eigentlich ganz zufrieden gewesen. Bevor wir uns das Gameplay jetzt in der Tiefe noch mal ein bisschen genauer anschauen, würde ich erstmal noch eine andere kleine Frage beantworten. Und zwar, wer hat denn das überhaupt gemacht, das hübsche Spielchen? Die Leute nennen sich Pixelated Milk. Und über Steam haben sie anscheinend schon was anderes mal veröffentlicht, hier 2017. Das Regalia of Man and Monarchs. Kenne ich selbst jetzt nicht. Ist mir für mich jetzt nicht so ein bekanntes Studio, aber mit Warschau auf jeden Fall hängen geblieben. Warum das so ist, schauen wir uns jetzt beim Gameplay gleich mal an. Ja, lauf weg! Wir befinden uns hier in ein frisch gestartetes Spiel und ich würde sagen, wir steigen direkt einmal ins Spiel ein, ins Hauptaugenmerk des Spiels. Und zwar, das sind die Missionen, die es zu erfüllen gilt, um den Aufstand Polens aufrechtzuerhalten. Und dazu haben wir hier eine Karte Warschaus. Warschau ist in verschiedenen Vierteln eingeteilt, in verschiedenen Bezirken, die es gilt aufrechtzuerhalten. Dazu haben sie hier einen roten Balken, der zeigt, wie gesund, kann man mal sagen, quasi wie Trefferpunkte, wie gesund der Aufstand ist, ne? Wie aktiv das noch ist. Wenn der Balken auf 0 sinkt, dann gilt der Bezirk als verloren und wird aufgegeben. Das heißt, das sollte niemals auf 0 rutschen oder zumindest erst sehr spät gegen Ende des Spiels. Zudem sehen wir auch, was die Bezirke produzieren für den Widerstand. Je höher der rote Balken ist, desto höher sind auch hier die Zahlen. Das heißt, wenn das sinkt, sinken auch die Ressourceneinnahmen. Und dann haben wir hier so eine Symbole für Missionen. Das heißt, die aktuellen Missionen gibt es hier in diesen 3 Bezirken. Und da schauen wir einmal rein. Kommen wir in diese Übersicht. Der Clou ist hierbei nun, wir können nur eine von diesen 3 Missionen erfüllen. Das heißt, dass die anderen 2 Missionen automatisch scheitern, was dazu führt, dass in diesen Bezirken die Zermürbung ansteigt. Und das heißt, für jede gescheiterte Mission zum Beispiel gibt es hier einen Zermürbungspunkt. Ist es auf 10 angereicht, verlieren wir diesen Bezirk. Das heißt, auch da müssen wir so ein bisschen jonglieren mit den Aufträgen und zu gucken, dass wir vielleicht nicht gleich am Anfang 1 oder 2 Bezirke verlieren, sondern gucken, dass wir das alles so ein bisschen in der Waagschale halten. Jetzt für uns am Anfang ist es erstmal Wurst. Wir nehmen diese und marschieren auf. In diesem Bildschirm können wir jetzt unsere Gruppe zusammenstellen. Ich stelle die einmal zusammen, wir kehren später auf diesen Bildschirm nochmal zurück. Dann, ich zeige euch erstmal das Kampfgeschehen, wie es funktioniert. Nachdem wir eine Mission gestartet haben, befinden wir uns in dem Bezirk, für den wir uns entschieden haben. Wir können mit der Mausrad nach oben scrollen und uns eine Übersicht des Bezirks verschaffen. Unsere Gruppe ist dieses kleine Icon hier vorne. Und mit der Maus, zum Beispiel, wenn wir einfach in eine Richtung zeigen und dort draufklicken, bewegt sich unsere Gruppe entsprechend in diese Richtung. Um unsere Gruppe herum gibt es diese kleinen Icons hier oben. Die deuten darauf hin, dass unsere Gruppe zumindest etwas hört, irgendwas wahrnimmt, was aus dieser Richtung kommt. Ein Ereignis. Wir gehen mal in diese Richtung. Und nun sind Feinde aufgeploppt. Das ist ein Symbol für Feinde und dieser Radius zeigt uns an, sobald wir diesen betreten und in direkter Sichtlinie zu diesem Feind stehen, wird er uns angreifen und es kommt zu einem Kampf. Und das wollen wir doch ganz gerne mal machen. Und da sind wir auch schon in unserem ersten Kampf. Ihr seht nun links und rechts unsere Helden links aufgestellt und die Feinde rechts aufgestellt. Wir haben hier oben eine kleine Übersicht. Die ist auch sehr wichtig. Die zeigt uns an, wie viele Züge uns jetzt innerhalb dieser Runde zur Verfügung stehen. Denn diese Symbole hier oben, die Aktivierungen, sagen, wie oft können wir einen unserer Helden eine Aktion ausführen lassen und entsprechend die Adler sind für die Gegenseite. Sobald alle von diesen Aktivierungen aufgebraucht sind, beginnt ein neuer Zug. Das heißt, wir sind in Runde 1 und können jetzt frei wählen, mit welchem Charakter wir agieren möchten.
Nehmen wir doch beispielsweise ihm hier den Kasimir, ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht, sorry, wenn es irgendwie falsch ist, also Kasimir oder wie der heißt. Mit ihm können wir jetzt seine Fähigkeiten, die wir im Idealfall vorher ausgewählt haben, ich jetzt hier nicht, können wir natürlich jetzt benutzen. Zum Beispiel einen vollautomatischen Schuss. Wenn wir jetzt über diese Fähigkeit drüber hovern, sehen wir auch, was sie eigentlich genau tut. Als erstes, was wir hier sehen, ist einmal die blauen Punkte. Die zeigen uns an, wo unser Charakter selber stehen muss. Die Punkte repräsentieren Positionen auf unserem Spielfeld. Ja, wenn ihr nach oben schaut, oben sind so leere Kästchen. Das sind alles Positionen wie auf so einem, wie auf einem Schachfeld. Wir haben 8 Positionen bei uns, 4 hinten und 4 vorne. In 2 verschiedenen Reihen. Und diese Fähigkeit kann der gute Kasimir glücklicherweise von überall ausführen. Als nächstes sehen wir, worauf diese Fähigkeit wirkt. Und das sind die roten Punkte. Das heißt, sie wirkt auf die Feindesseite, aber auch nur auf die 4 vordersten Positionen können sie angewandt werden. Das nächste zeigt uns an, wie sie wirkt. Das ist zum Beispiel auch eine Flächenfähigkeit, die wirkt auf 2 Felder hintereinander. Als nächstes sehen wir die benötigte Ressource, um diese Fähigkeit auszuführen. Es gibt auch Fähigkeiten, die keine Ressource benötigen, aber das sind eher die wenigen, ganz seltene Fähigkeiten. Die meisten brauchen irgendeine Art von Munition. Die Munitionstypen, die unsere Gruppe dabei trägt, die sehen wir hier unten links. Dort sehen wir unseren Munitionsvorrat, den unsere Gruppe jetzt noch dabei hat für die Mission. Wir können natürlich auch nur einen begrenzten Vorrat mitnehmen. Zurück zu der Fähigkeit. Dort ist jetzt natürlich erklärt, wie viel Schaden sie machen könnte, wie präzise sie ist, wie viel kritische Chance sie hat und eine Durchschlagskraft. Der letzte Punkt, den wir hier noch sehen, ist eine Ausdauer wird verbraucht. Die Ausdauer sind diese kleinen orangenen Balken unter den Charakteren. Funktioniert so, jeder Charakter hat erstmal 3 Ausdauerpunkte zur Verfügung. Sobald eine Fähigkeit eingesetzt wird, wird Ausdauer verbraucht. In den meisten Fällen 1, manchmal aber auch 2. Aber sobald der Charakter ein bisschen erschöpfter ist, bekommt er ein paar Abzüge auf Präzision und Crit- und Trefferfertigkeiten. Das heißt, grundsätzlich wird er erstmal ein bisschen schwächer, was die vor allem die Angriffskraft angeht. Um den Kampf nun voranschreiten zu lassen, schießen wir mal ein bisschen auf die Gegner. Wir haben etwas Schaden verursacht, uns wurde eine Aktion abgezogen. Dann sind die Gegner dran, es ist immer im Wechsel dran. Nun können wir uns natürlich weiter entscheiden, wie wir weiter vorgehen. Abgesehen von Angriffsfähigkeiten gibt es natürlich auch Unterstützungsfähigkeiten, wie zum Beispiel von der guten Jadwiga hier. Die ist zum Beispiel Sanitäterin und kann unsere eigenen Einheiten sanitöten. Schauen wir uns mal die Fähigkeit genauer an. Und hier sehen wir es auch in dem Fähigkeitenbildschirm schon ganz oben. Die blauen Punkte, wir erinnern uns, das ist, wo unsere Jadwiga stehen muss. Sie kann von überall eingesetzt werden. Aber hier haben wir eben keine roten, sondern grüne Zeichen. Das heißt natürlich, das ist eine Fähigkeit, die auf Verbündete angewandt wird. Und wir können einen Verbündeten heilen, zum Beispiel unserem Boy hier vorne, der gerade einen Schuss abbekommen hat. Ja, es gibt aber auch Buffs und Debuffs, die man natürlich anwenden kann. Zum Beispiel hier diese verbotene Munition. Wir sehen, das können wir auch wieder auf Verbündete anwenden und es wirkt auf einen ganzen Block. Zum Beispiel hier jetzt eben auf Jadwiga und den dort vorne. Wir können es aber auch hier hinten anwenden, was, glaube ich, in dieser Situation ein bisschen schlauer wäre. Und verteilen etwas Munition. Und nun haben wir einen Buff-Symbol gesehen. Diese 2 Einheiten von uns sind jetzt gebufft worden. Und zwar hat er die Blutungschance erhalten. Das heißt, die Chance, eine Blutung hervorzurufen, ist um 80% erhöht. Und er hat die Verbrennungschance erhalten, was das gleiche macht mit Verbrennung. Das sind eben Dots, die wir auch auf dem Gegner wirken können. So, wir versuchen mal einen von diesen Dots auszulösen. Am besten, wenn wir hier gleich mehrere beschießen, haben wir eine höhere Chance, dass überhaupt was passiert. Und der Gegner hat diesen Effekt widerstanden. Ne? Die haben auch verschiedene Resistenzen. Und die können wir hier unten rechts natürlich uns anschauen, wie präzise sie sind. Und die Werte, zum Beispiel hier bei Blutung, ist halt auch die Widerstandswerte. Und im Grunde ist das auch schon das Kampfsystem. Man versucht natürlich mit seinen eigenen Helden, die gegnerischen Helden auszuschalten und die eigenen Fähigkeiten so gut wie es geht natürlich einzusetzen. Je nachdem, welche Helden und in welcher Kombination man sich, die man auf dem Feld aufstellt, hat man verschiedene Fähigkeiten und kann verschiedene Taktiken entwickeln und entsprechend auf Situationen reagieren. Wieder in der Aufstandsbasis.
In dieser Basis finden wir verschiedene Elemente. Ich werde auf jedes einzelne so ein bisschen drauf eingehen, damit ihr so einen Überblick bekommt, was man hier eigentlich tut. Das erste ist die Krankenschwester. Hier gibt es nicht viel zu tun, aber hier gibt es eine Übersicht über unsere Verletzten aus der Mission. Denn da kommen wir jetzt nämlich da als erstes hin. Sobald wir eine Mission beendet haben, gilt immer der niedrigste HP-Wert, den unser Held hatte, jemals in dieser Mission. Das heißt, wenn wir jemanden auf nur ein HP hatten in der Mission und wir den zwar innerhalb der Mission wieder voll heilen können, wird er trotzdem mit diesem einen HP zurückkommen und wir müssen ihn erstmal wieder hochpäppeln, bevor er auf die nächste Mission gehen kann. Man kann natürlich auch verletzte Charaktere, so wie jetzt, wieder noch in die Mission schicken, aber der Start-HP-Wert ist natürlich dann verringert. Abgesehen von der Krankenschwester haben wir auch einen Priester. Bei diesem Priester, der dient als, ne, man sieht es als Leichenhalle, falls wir Verluste zu beklagen haben von Charakteren, steht jetzt hier keiner drin, weil in diesem Spielstand noch keiner gestorben ist, dann würden die hier halt aufgelistet werden als Andenken für unsere Verstorbenen. Auch keine große Funktion. Die nächste Funktion, die wir uns hier anschauen, ist die gute Postdame, die Frau mit dem Paket. Das ist auf jeden Fall eins der wichtigsten Herzstücke unseres Hauptquartiers. Hier bekommen wir erstmal eine Übersicht von den Dingen, die wir überhaupt haben. Was haben wir denn alles vorhanden? Wie ihr seht, wir haben auch verschiedene Waffen noch oder auch verschiedene Waffenteile. Was das ist, da kommen wir gleich noch drauf zu. Die verschiedenen Verbrauchsgüter und den Munitionsstand. Wir können auch hier und bei Waffen können wir die Waffen auch verkaufen. Also wir sehen zwar hier aufgelistet, welche Waffen das sind, wir können sie aber auch eintauschen. Wir sehen hier unten links zum Beispiel einen Verkaufswert von dieser Steier. Es wäre 85, also 85 von den Ressourcen. Und wenn wir darauf klicken, könnten wir diese in Zahlung geben. Werde ich jetzt hier nicht tun, weil das nämlich eine ziemlich coole Pistole ist. Als nächstes haben wir den Tauschenbildschirm. Auf dem Tauschenbildschirm, wie der Name schon sagt, können wir verschiedene Dinge gegeneinander eintauschen. Wir können einerseits die Sachen, die wir haben, zum Beispiel hier so ein bisschen Kleinkalibermunition, eintauschen für Ressourcen oder umgekehrt auch für Ressourcen einkaufen. Die Wechselkurse sind hier an den Seiten beschrieben. Wir können hier unten mittels den Knöpfen die pro Verkauf in Verkauf gegebene Menge justieren. Sagen wir mal, wir wollen 25 Kugeln von Kleinkaliber jetzt verkaufen. Dafür würden wir 50 Ressourcen als Gegenwert bekommen. Wenn wir hier auf Verkaufen drücken, dann sind 25 weg und zack, können wir unsere Ressourcen hier so ein bisschen hin und her shiften, damit wir immer das haben, was wir auch gerade brauchen. The last but not least im Arsenal ist das Reparieren. Beim Reparieren können wir, wenn wir in den Missionen solche beschädigte Waffenteile gefunden haben, dort steht auch immer schon dran, was es ist. Hier ist es eine Maschinenpistole, wir wissen nur noch nicht, welche es ist. Können wir diese auswählen und mit ein bisschen Kosten verbunden natürlich, können wir diese reparieren und erhalten eine neue Waffe, eine zufällige neue Waffe. Und zack, die Waffe wurde repariert. Das ist sogar Tatsache eine Waffe, die ich selber noch nicht freigeschaltet hatte. Dann schauen wir mal rein, welche wir bekommen haben. Ich glaube die hier, die PPD-40, die hatte ich nämlich auch noch nicht. Die haben wir jetzt zusammengebaut und könnten die unseren Charakteren ausrüsten. Das wäre das Arsenal. Und wie wir gerade gesehen haben, im Arsenal gibt es Codex-Einträge. Das verwaltet der gute Dude hier oben mit seinem kleinen Büchlein. Da können wir das Büchlein mal aufschlagen. Und wenn wir auf Waffen gehen, müssten wir jetzt irgendwo auch so einen roten Punkt haben. Genau. Die PPD-40 haben wir neu freigeschaltet. Und sobald wir solche neuen Dinge finden oder sehen, erhalten wir einen Codex-Beitrag. Hier gibt es eine kleine Beschreibung, wo die Waffe herkommt und wie es eine kleine Geschichte dazu gibt, was sie kann und ja, das zu den Waffen. Darüber hinaus gibt es Codex-Einträge über unsere Hauptcharaktere, die wir freischalten. Anfangs ist es nur so ein kleiner Zweizeiler wie hier oben und das Weitere muss dann im Verlauf der Kampagne freigeschaltet werden. Aber sobald man es einmal freigeschaltet hat, bleibt das auch freigeschaltet für neue Spieldurchläufe. Das heißt, wenn wir ein neues Spiel anfangen hat, das steht das hier auch alles vollkommen vollständig drin. Das Letzte, was wir hier noch im Codex haben, sind die verschiedenen Feinde. Die sind auch wiederum beschrieben. Dann sehen wir auch, was hat der für Fähigkeiten.
Das ist zum Beispiel jetzt hier bei den Gegnern sehr interessant, dass man sich vielleicht auch darauf einstellen kann, wie kann man das am besten vielleicht auskontern, dann kann man sich überlegen. Und die verschiedenen Werte des Gegners. Zum Beispiel bei ihm hätten wir es natürlich relativ schwer, eine Verbrennung hinzuzufügen, weil der Widerstand relativ hoch ist. So viel zum Kodex. Nun zu den nächsten weiteren interessanten Sachen. Und zwar den Rekruten. Die finden wir hier drüben bei diesen beiden. Diese beiden sind dazu zuständig, uns Rekruten ranzuschaffen. Wie das Ganze funktioniert, wir können für 100 Ressourcen uns einfach einen Rekruten zusammenstellen, wie wir ihn gerne hätten. Ganz am Anfang hat man immer einen schon freigeschaltet. Ich glaube, bei mir war es hier die Felicia oder wie sie heißt. Was können die Rekruten? Nun, die sind quasi als Ersatztruppen gedacht. Meine Empfehlung ist es auf jeden Fall, die größtmöglich zu vermeiden, soweit es geht. Es lässt sich aber nicht immer vermeiden. Denn, da kommen wir nämlich gleich noch zu, bei den Missionen. Wir können pro Mission immer nur 4 Einheiten mitnehmen. Und es sollten idealerweise die Helden sein, damit die Helden nämlich dann auch die Erfahrungspunkte für die Mission erhalten. Denn diese Rekruten können nicht aufleveln, die werden nicht besser. Die haben nur diese 2 Fähigkeiten, die bleiben so, die werden einfach auch nicht besser, die sind nur als Lückenfüller gedacht. Und genauso sollten sie verwendet werden. Wenn ihr zum Beispiel ganz am Anfang der Kampagne seid, habt ihr nur 3 Helden zur Auswahl, aber ihr könnt 4 Einheiten mitnehmen, ihr solltet immer auf jeden Fall dann einen Rekruten mitnehmen, um halt bestmöglich für die Situation gewappnet zu sein. Einfach nur eine Einheit mehr, besser als nicht. Aber sobald ihr genügend Helden zur Auswahl habt, solltet ihr eigentlich auf die Rekruten verzichten. Und das nächste, was wir haben, und das ist quasi auch verschiedene Positionen, immer verschieden sind nämlich die Helden an sich. Jeder Held hat eine Position, wo er sich befindet. Zum Beispiel unsere Sanitäterin ist hier unten, die Jadwiga. Und wenn wir die Helden anklicken, egal wo sie sich befinden, ne, können wir halt den entsprechenden Held aufrufen. Wir gehen mal hier zum Beispiel bei dieser guten Frau rein. Und hier bekommen wir eine Übersicht, was denn unser Held eigentlich kann, was er schon gelernt hat, ne, die Stats, welche Waffe gerade ausgerüstet ist, welche Fähigkeiten gerade ausgerüstet sind. Und die Eigenschaften. Diese Eigenschaften sind auch ganz besonders wichtig in manchen Situationen. Denn auf der Karte bei diesen Zufallselementen oder auch zwischen den Tagen gibt es manchmal die eine Option, eine Dialogoption auszuwählen, die aufgrund von diesen Werten verstärkt werden. Was haben wir als nächstes? Die Fähigkeiten. Das sind die Fähigkeiten, die aktiv ausgerüstet sind und welche noch zur Verfügung stehen, also die schon erlernt worden sind. Hier gibt es 2 verschiedene Fähigkeiten immer zu beachten. Es gibt einmal die Waffenfertigkeiten, die dadurch bestimmt werden, welche Waffe ausgerüstet ist. Das sehen wir hier bei Waffen. Und hier können wir nämlich verschiedene Waffen auswählen. Während wir die Waffen austauschen, sehen wir aber auch schon, welche von diesen Waffen von anderen Charakteren benutzt werden. Das heißt, wenn wir diese Waffe haben wollen, nehmen wir jetzt quasi von diesem anderen Charakter weg. Aber hier könnten wir halt die Waffen austauschen und diese 2 roten Fähigkeiten, das sind die Waffenfähigkeiten, die wir dann unserem Charakter hinzufügen, die wir dann wiederum hier bei den Fähigkeiten auswählen können. Die gute Anna hat leider nicht mehr als die 4, daher können wir hier nicht viel variieren. Die anderen, die farbigen Fähigkeiten, sind die klassenspezifischen oder heldenspezifischen Fähigkeiten. Da gucken wir einfach mal bei Erfahrung rein. Und zwar hier bei Erfahrung ist quasi der Skillbaum des Charakters. Und dort können wir einerseits wie hier schon abgehakt neue Fähigkeiten lernen. Oder eben auch passive Effekte lernen. Das sind die hier unten. Die sind auch für jeden Helden gleich. Das sind immer die gleichen. Es gibt aber auch aktive, passive. Klingt jetzt komisch. Das ist sowas wie hier. Die beruhigende Ausstrahlung, das ist eine Fähigkeit, die wir nehmen, die einen unserer Fähigkeiten-Slots belegt. Das ist zum Beispiel hier die beruhigende Ausstrahlung. Wir müssen die in einen Fähigkeiten-Slot packen, sie ist aber eine passive Fähigkeit. Und diese hier sorgt zum Beispiel dafür, dass alle Verbündeten, die um dieser Jadwiga herumstehen, einen Ausdauerpunkt mehr generieren. Das heißt, das ist schon nicht schlecht. Hier oben haben wir noch die Orden, die wir nach und nach durch die Mission auch freischalten können. Dort können wir halt einem Charakter auch gezielt Erfahrungspunkte geben, um vielleicht den zu boosten. Und wo wir gerade bei der Ausstattung und Erfahrung sind, gebe ich euch noch einen kleinen Tipp mit hinzu. Gerade diese Jadwiga. Mein Tipp, startet sie als erstes aus. Vor allem durch die 2 hinteren Passiven hier.
Sobald ihr die beiden freigeschaltet habt und die gute Frau damit ausstattet, das sind nämlich diese und diese Fähigkeiten, ist sie schon fast nicht mehr vom Schlachtfeld wegzudenken. Die sind unglaublich stark. Die eine Fähigkeit sorgt dafür, dass halt alle, sie selber und alle anderen Verbündeten um sie herum, einen Ausdauerpunkt mehr bekommen. Und das andere ist halt, sollte sie oder jeder angrenzende Verbündete verletzt werden, wird er automatisch um einen kleinen Betrag geheilt, was manchmal mehr heilt, als wie er Schaden bekommt hat. Das ist manchmal ziemlich krass. Supergeil. Supergeil. Ich sag euch, wenn ihr einen Charakter boosten wollt, macht das als erstes bei ihr. Die lohnt sich extrem. Die ist unnormal belohnt, die Frau. Das wäre das Hauptquartier. Das letzte und wichtigste Augenmerk sind dann noch die Missionen. Das macht der gute Typ hier an der Karte. Wie wir die Missionen auswählen, habe ich euch wahrscheinlich schon gezeigt. Zeige ich euch aber gleich nochmal. Es gibt hier, abgesehen von den Missionen, die wir auswählen können und die Übersicht unserer Bezirke, Exkursionen. Das sind zusätzliche kleine Aufträge, die wir erfüllen können. Die kosten im Prinzip, eigentlich kostet das immer nur Ressourcen und das steigert einfach die Moral von verschiedenen Bezirken. Solltet ihr immer machen, wenn ihr es könnt, denn solltet ihr eine Mission starten und hier ist noch was übrig, dann verfallen die. Ihr könnt die nur dann machen, wenn sie da sind. Wenn ihr eine neue Mission startet, dann verfallen die und dann gibt es neue. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr die Möglichkeit habt, hier Moral zu boosten, solltet ihr das versuchen auch zu machen. Im normalen Durchlauf habe ich das auch geschafft, wirklich jede von diesen Missionen machen zu können. Ihr müsst da einfach nur ein bisschen geschickt hier unten bei der Frau tauschen. Dann geht das eigentlich vollkommen klar. Und zu guter Letzt gibt es hier noch das Warten. Solltet ihr eigentlich niemals tun, denn ihr seht, es hat einfach nur negative Effekte. Ihr wartet einen Tag. Das ist eigentlich nur dann sinnvoll, wenn wirklich alle eure Helden komplett im Arsch sind und ihr auf Heilung wartet, damit die nicht im nächsten Tag auf Mission sterben direkt. Führt aber dazu, dass halt jeder der Bezirke, wo gerade eine Mission läuft, halt die Mission wird halt als nicht abgeschlossen gewertet und alle bekommen ein Minus. Starten wir einfach an diesem Spielstand mal ein und machen mal eine Mission komplett, um euch auch zu zeigen, wie stark, wie strong Jadwiga eigentlich ist. Die ist super strong, die Frau. Wir wählen uns eine Mission aus. In dem Fall, mal schauen, am sinnvollsten ist wahrscheinlich hier das hier. Keine Ahnung, aber ich glaube, ne, Leute, die Polnisch drauf haben, können das wahrscheinlich deutlich besser aussprechen als ich. Und wir bekommen hier eine neue Pistole. Das machen wir so und aufmarschieren. Diesen Bildschirm haben wir nämlich auch noch, die Vorbereitung auf eine Mission. Und dort ist zum Beispiel jetzt mit dem Wissen um Jadwigas passive Fähigkeiten ist umso wichtiger, dass die angrenzenden Felder, nämlich dieses, dieses und dieses, die profitieren von der passiven Fähigkeit von Jadwiga. Das heißt, sie bekommen Heilung und mehr Ausdauer. Und das wollen wir natürlich für alle unsere Helden. Deswegen stellen wir ihn hier nach vorne. Er hat eine MP und kann am besten von vorne agieren. Diese Frau muss ein Stück weiter hinten stehen, um ihre Sniper-Fähigkeit zu nutzen. Also stellen wir sie hier hin. Und er muss ganz hinten stehen, um seine 1-2-Fähigkeit zu machen. Ihr seht das an dem blauen. Der muss ganz hinten stehen, also stellen wir ihn hier hin. Und alle von diesen Charakteren profitieren von Jadwiga. Das ist unser Zentrum. Das ist unser Hauptcharakter. Die Frau ist boosted. Boosted. Was die Munition angeht, die wir auf die Mission mitnehmen, in den meisten Fällen braucht man diesen, von den Standardzeugs, was man hier reingekriegt, braucht man dieses nicht. Also ein Paket schwere Munition reicht in den meisten Fällen aus. Bei Großkaliber und Kleinkaliber muss man so ein bisschen abwägen, wie viele Charaktere hat man dabei, die auf Kleinkaliber setzen und auf Großkaliber. Wenn man zum Beispiel viele Charaktere bei hat, wie ich bei mir jetzt gerade mit Maschinenpistolen, sollte man vielleicht ein bisschen mehr Kleinkaliber mitnehmen und dafür Großkaliber wegnehmen. Oder umgekehrt, wenn man Charaktere dabei hat, die jetzt hier nicht da vorhanden sind, mit großen Maschinengewehren, sollte man entsprechend umgekehrt machen, ein Paket weniger Kleinkaliber, dafür Großkaliber. So, wir sind auf der Karte. Was gibt es hier über die Karte noch zu erzählen? Wir haben hier mehrere Ansichten. Wir sehen natürlich unsere Helden, was sie haben. Und das ist eigentlich gar nicht so interessant.
der Lebensbalken hier unten ist interessant, die Herzen sind interessant. Das ist nämlich der Verletztenstand, ähnlich wie mit diesem Krankenstand, mit der Krankenschwester, wenn ihr euch erinnert. Ne, je weniger Herzen die haben, desto verletzter kommen die wieder zurück. Da die jetzt schon verletzt waren, sind die entsprechend schon angeschlagen. Wir haben einen Rucksack. Dort ist unser Start-Equipment, was wir uns ausgewählt haben, drin. Und ihr seht, es ist auch sehr begrenzter Platz, deswegen am Anfang nehme ich meistens ein bisschen weniger mit, damit ich halt hier innerhalb der Missionen mehr looten kann. Dann haben wir hier rechts den großen blauen Balken, die Aktionspunkte. Wenn wir uns bewegen, kostet uns das Aktionspunkte. Wenn die leer sind, können wir nicht mehr agieren und müssen nach Hause. Und wenn wir die Mission nicht erfüllt haben, gilt die als gescheitert. Deswegen sollten wir als erstes unser Hauptmissionsziel erfüllen und dann können wir uns dem weiteren widmen. Und zwar, hier unten sehen wir, wie viele von welchen Ereignissen auf dieser Karte noch verfügbar sind, die wir noch nicht gefunden haben. Ja, wir haben jetzt einmal Beute schon gefunden, aber es gibt noch zweimal weitere solche Beute-Icons, wo einfach Loot drin ist. Die gibt es noch zu finden, 8 Kämpfe und 2 Zufallselemente, also Zufallsevents. Die kann man hier finden und meine Empfehlung ist, ihr solltet, wenn möglich, alles mitnehmen. Auch jeden Kampf. Wenn ihr könnt, immer jeden Kampf mitnehmen, denn auch die Erfahrungspunkte für die Helden sind nicht unwichtig. Die leveln dann mehr auf und werden stärker. Wenn ihr aber merkt, dass ihr struggelt bei den Kämpfen, solltet ihr vielleicht euch überlegen, einen oder anderen Kampf auszulassen. Aber auch die Kämpfe bringen Loot und vor allem Erfahrungspunkte. So, wir gehen mal hier rum und kämpfen mal. Hallo! Bei den Kämpfen, wir haben jetzt schon angeschlagene Charaktere in die Kampagne mit reingenommen. Das ist jetzt für unsere gelevelte Jadwiga nicht so ein Problem. Das heißt, hier am Anfang der Kampagnenlevel müssen wir erstmal alle so ein bisschen hochheilen, damit die uns nicht gleich kaputt geschossen werden. Das heißt, wir sind jetzt erstmal ein bisschen defensiver unterwegs, bevor wir uns den Leuten annehmen. Als erstes spielen wir aber auch die Anna, die Scharfschützen. Wenn ihr die bekommt, die ist echt cool. Die hat nämlich eine Fähigkeit, den gezielten Schuss. Kostet nur eine Munition und man kann Fronteinheiten instant töten. Kostet aber 2 Ausdauer. Was sind Fronteinheiten? Nicht alle Soldaten sind Fronteinheiten. Wenn ihr über die drüber hovert, seht ihr das zum Beispiel. Hier dieser Jäger, diese Jägereinheit ist eine Fronteinheit. Den könnten wir zum Beispiel instant töten, den Hundeführer nicht. Aber den und den hier vorne, ich würde mich da entsprechend dann hier für diesen Jäger entscheiden, weil er mehr HP-Punkte hat. Das heißt, wir müssen weniger Munition aufwenden, um den Rest zu eliminieren. Leider hat die gute Frau nicht getroffen. So, die Fähigkeit ist an sich ziemlich teuer von der Anna, die kostet nämlich 2. Aber da der Jadwiga ja immer 2 Ausdauer von jedem her wiederherstellt, der neben ihr steht, können wir das direkt. Die ist direkt im nächsten Zug wieder voll, obwohl sie 2 verbraucht hat. Das ist der Grund, warum diese Frau super geil ist. Super geil. Das ist der große Vorteil, was diese Passive bringt. Wir können jeden von unserem Charakter auch teure Fähigkeiten nutzen lassen oder eben 2 hintereinander, solange sie hier noch neben dieser Frau stehen, weil die stellt das ja wieder her. Ja, das nervt ein bisschen, den nach vorne gezogen, aber weil der ist, steht jetzt ja nicht mehr an dieser Frau dran und bekommt natürlich die Passive nicht mehr mit. So, wir wollen aber einen von den Gegnern rausnehmen, hier. Diesmal haben wir getroffen, instant weg. Wir haben jetzt unsere gute Jadwiga gestunt. Wir könnten das mal nehmen. Weil wir die Plaketten wegnehmen können, ist es auch durchaus sinnvoll, gezielt Gegner rauszunehmen, einfach damit die Gegner insgesamt schwächer werden. Einfach nicht so häufig agieren können. Da gibt es auch einen ganz guten Rekruten, den man nehmen kann. Die Rekruten gibt es nämlich eine Fähigkeit, die heißt List. Und die ist auch super strong. Da kann man nämlich den Gegner einem Zug klauen, dass der einmal weniger agieren kann. So, wir sollten vielleicht mit Carol noch ein bisschen was machen. Dafür stehen die mir aber ein bisschen zu weit auseinander. Vielleicht können wir mit Zurückdrängen ihn nach hinten schieben. Die Fähigkeit schiebt den nämlich jetzt nach hinten. Und jetzt können wir mit Carols Fähigkeit so eine Salve, die wirkt nämlich von oben nach unten.
beide treffen, statt nur einem. Und das ist es, ne? So nach und nach, wenn man erstmal die Fähigkeiten so ein bisschen raus hat und sich vor allem dann auch so eine coole Truppe zusammengestellt hat, die zusammen auch ganz gut wirken kann, dann macht das Ganze eine ganze Menge Spaß. Vor allem, ich bin ja selber noch gespannt auf die Charaktere, die ich ja noch gar nicht kenne. So, die gute Frau lassen wir hier nochmal alle hochheilen. Und da haben wir sogar alles mitbekommen an EP. Supergeil. So, nach erfolgreichem Kampf gibt es natürlich auch etwas Loot von den Truppen einzusammeln. Ist immer unterschiedlich. Lohnt sich aber eigentlich grundsätzlich immer jeden Kampf einzunehmen. Denn auch die Truppen haben manchmal sehr, sehr coolen Loot dabei. Zum Beispiel eine neue Waffe oder neue Waffenteile. Ein Orden für extra EP. Es lohnt sich grundsätzlich eigentlich immer, einen Kampf einzugehen, wenn man ihn denn schaffen kann. Nimm mal ihn. Ach, er ist auch falsch. Kriegen wir nur den Hund? Oder nimm mal den Hund? Auch hier muss man mal gucken, dass man die Bonusziele sollte man eigentlich möglichst immer mitnehmen, wenn man es schafft. Aber wenn man von vornherein weiß, eins der Ziele wird man nicht erreichen, dann sollte man auch nicht krampfhaft auf die Bonusziele spielen, sondern eher über das effektive Zusammenspiel der Gruppe. Sarage, będzie dobrze, 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 doppelte Schuss da hinten. Aber hier sind Barrikaden, die schützen die Typen da hinten natürlich. Deswegen wäre es jetzt vielleicht durchaus sinnvoll, mit der Panzerfaust vielleicht so ein Ding wegzuräumen. Oder die machen so viel Schaden, dass der Typ direkt einfach instant stirbt. Geht natürlich auch. Man kann auch die Spielgeschwindigkeit auf jeden Fall erhöhen. Ne? Also wenn das halt, es muss nicht immer so langsam sein, wir können das auch hier auch einfach mal ein bisschen beschleunigen, dann werden die Aktionen schneller ausgeführt. Wenn es für Leute, ne, wenn man einfach schnell durchrattern will, wenn man das alles schon kennt, ist das durchaus eine angenehme Funktion. Dann machen wir einen auf diesen, knallen den mal ab. Dobrze, dobrze. So. Da wir uns hier auf der Karte befinden und schon ein bisschen was gelootet haben, kommen wir vielleicht zu den ein oder zwei Items, um die nochmal zu erläutern, die man so dabei haben kann. Wir haben jetzt alle von den zusätzlichen Items dabei, die man so haben kann. Zum Beispiel den Tarnumhang. Wenn wir den nutzen, zack, sind wir getarnt. Wir verbrauchen mehr Aktionspunkte, wenn wir uns jetzt bewegen mit dem Tarnumhang. Aber wir können zum Beispiel durch diese roten Flächen der Gegner jetzt hindurchlaufen, solange der Umhang wirkt. Und wie lange der wirkt, das sehen wir hier oben rechts. Der hat jetzt noch 83%. Und in der Kombination mit dem Umhang, weil der uns ja mehr Aktionspunkte raubt, könnten wir den Kompass nutzen. Zack, der Kompass. Und der Kompass sorgt dafür, dass wir eben weniger Aktionspunkte verbrauchen, solange der Kompass wirkt. Und das nächste und letzte, was wir haben, ist die Leuchtfackel. Ja, und ihr lest es ja auch, deckt im aktuell sichtbaren Bereich wichtige Punkte auf. Das heißt, solche Punkte, die wir irgendwie abklappern können, wir drücken drauf, kostet uns 5 Punkte und dann entdecken wir halt die Symbole. Zum Beispiel dort, eine Kiste ist jetzt aufgeploppt. Also die Gegenstände, muss ich sagen, ich habe sie bisher nie gebraucht. Wenn ich während der Mission mal so einen Kompass oder so einen Kompass gefunden habe, habe ich den ab und zu mal schon mal genutzt. Also den war schon ab und zu mal sinnvoll, wenn die Punkte hier wenig wurden. Der Rest eigentlich habe ich eigentlich nie gebraucht. Die Tarnung nicht und die Leuchtfackel nicht. Und zu guter Letzt haben wir noch den Verband. Wenn wir den benutzen, können wir einen unserer Charaktere ein bisschen heilen. Wenn ihr mit Jadwiga als Hauptperson spielt und die ein bisschen gelevelt habt, braucht er das Ding eigentlich auch nicht. Es sei denn, ihr spielt mit einer Gruppe, die gar keinen Heiler dabei hat, also keinen, der irgendwie jemanden zusammenfliegen kann, dann sind die Dinger, glaube ich, durchaus sinnvoll. Ansonsten halt nicht. Was wir jetzt mit dem Umhang noch für einen Bonus haben, wir können uns jetzt an diese Feinde heranschleichen, auch die mit dem roten Kringel, und können diese angreifen und erhalten einen kleinen Bonus innerhalb des Kampfes. Aber auch diesen habe ich bisher nie wirklich gebraucht. Der da vorne ist eine Fronteinheit. Den können wir nämlich dann
schon mal gleich mal rausnehmen. Martin. Tschüss. Wodka, Wodka. Abgesehen von den Fähigkeiten, die wir der Klasse selber zuschustern, gibt es hier noch die grauen Knöpfe. Zum einen ist es immer ein Nahkampfangriff. Das ist aber nicht immer der gleiche. Hier ist es zum Beispiel Zuschlagen beim Christoph. Der macht einfach Schaden, ja, ihr seht's. Aber es gibt auch andere, wie zum Beispiel jetzt hier bei der Jadwiga. Die hat Ziehen. Das macht weniger Schaden, aber wir können Charaktere nach vorne ziehen. Also auch da muss man vielleicht auf den Charakteren mal kurz drauf gucken. Die haben dann nämlich auch unterschiedliche Nahkampfangriffe. Gerade das Ziehen oder das Schieben von Charakteren kann durchaus mal sehr nützlich sein. Die nächsten zwei Knöpfe, die wir hier haben, ist einmal Bewegen. Damit können wir einen unserer Charaktere auf eine andere Position bewegen. Wir können damit auch Charaktere halt die Position tauschen lassen. Das heißt, wenn wir jetzt mit Christoph bewegend machen, bezahlt Christoph Ausdauer, um sich hierhin zu bewegen, und die tauschen die Position. Auch da kann man natürlich ein taktisches Element mit reinbringen, wenn man jetzt sagt, okay, ich will mit ihm jetzt eigentlich schießen und ich möchte die volle Präzision haben, dann tausche ich vielleicht doch lieber mit ihm eine Position oder so, dass man vielleicht den anderen Charakter dafür Ausdauer bezahlen lässt. Wenn man jetzt die beiden tauschen wollen würde, kann man sich das ja dann überlegen. Und zu guter Letzt haben wir noch Aktivierung beenden. Das ist quasi eine Runde aussetzen. Braucht ihr eigentlich nur, wenn ihr einen unterdrückten Charakter habt, wie jetzt hier die Jadwiga. Wenn die unterdrückt ist, muss sie halt eine Runde aussetzen. Das heißt, sie kann jetzt, auch wenn wir noch zwei Aktivierungen haben, nicht agieren, erst in der nächsten Runde. Aber wenn wir eine Runde aussetzen, dann geht das weg und wir können agieren. Was währenddessen auch passiert ist bei Dots, wir haben jetzt hier im Spiel keine Dots vorhanden, aber wenn Dots da sind, dann würden die auch noch einen Tick machen. Also die würden dann quasi wie eine Runde durchticken. So, und wir können jetzt hier den Boy jetzt mal nach vorne ziehen. Zack. Und das ist jetzt praktisch, weil jetzt können wir mit Christoph die beide sogar treffen. Was natürlich unseren Damage ein bisschen maximiert und uns Munition spart. Genau das ist eigentlich das, was wir wollen. Wenn wir denn treffen. Grundsätzlich beim Looten von Dingen, wenn wir uns zum Beispiel jetzt hier den Loot, den übrig gebliebenen Loot von dieser Einheit anschauen, gibt es auch so ein paar Sachen. Abgesehen von den Munitionsarten, könnt ihr auch da so ein bisschen min-maxen und drauf achten, wenn ihr zum Beispiel, bei mir ist es immer so, ich nehme immer lieber Tarnungsumhänge mit, als zum Beispiel Kompass. Weil ihr seht den Verkaufswert, weil bei mir ist es so, ich finde die Items ja nicht ganz so nice, muss ich sagen, also im normalen Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall nicht, und verkaufe die immer, aber ich nehme trotzdem lieber den Tarnumhang mit, weil er einfach mehr wert ist. Ja, den würden wir für 25 verkaufen können und den Kompass nur für 15. Und damit zusammen auch betrachtet, es gibt auch, das haben wir jetzt hier nicht eingesammelt, aber es gibt auch direkt Ressourcen, also Aufstandsressourcen als lootbares Ding. Die sind meistens sogar am schlechtesten, wenn ihr nicht die sehr hoch stapeln könnt. Also die Stapel können da sehr hoch gehen, glaube ich, bei Ressourcen auf 100. Aber wenn ihr euch hier die Umhänge anschaut, drei Umhänge sind auch schon 75. Deswegen ist es manchmal sogar sinnvoll, Ressourcen liegen zu lassen, nur um Umhänge mitzunehmen, um die dann zu verkaufen. Da könnt ihr euch auch ein bisschen min-maxen, so die Kleinigkeiten, die Details. Ne? Und hier, glaube ich, die Pistolen könnten wir für die Kompasse tauschen. Das sind 40, das sind 30. Jetzt müssten wir darauf pokern, dass wir noch einen Kompass finden, damit der Slot besser besetzt ist. Wird nicht passieren. Aber gut. Jo, und da kommen wir dann zum Fazit von dem Ganzen. Den Tipps-Teil lassen wir in diesem Angezockt mal weg, weil ich bei dem Spiel, man könnte noch eine ganze Menge Worte verlieren über die einzelnen Helden, über die Fähigkeiten, was gut ist und wieso und wo er steht. Und ihr wisst, was ich meine. Das würde, glaube ich, den Rahmen einfach sprengen von der Zeit her, da es einfach verdammt viel ist. Kommen wir noch zu den anderen wichtigen Sachen, wie zum Beispiel dem Preis. Was kostet das Spiel aktuell? Es kostet bei Steam 19,99, wo ich sage, boah, bei 20 Euro müsste ich schon überlegen, ob ich es mir wirklich für 20 Euro holen will. Aber ich habe es auch nicht mir direkt bei Steam gekauft, sondern ich habe das über das Humble Bundle bekommen. Das gibt es nämlich aktuell jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme im Mai. Das Humble Choice im Mai, da ist das nämlich mit drin. Und ich glaube, das günstigste Humble, wenn man es jetzt sich irgendwie organisieren will, kostet, glaube ich, so ein 10er.
Das heißt um 10 herum. Und für einen 10er, das Spiel plus, glaube ich, noch zwei andere, die man sich da aussuchen kann, ist ein guter Deal. Ist ein guter Deal. Also für einen 10er würde ich es mir auf jeden Fall nochmal holen. Für 20 müsste ich überlegen, so als einzelnen Titel. Das Wichtigste vielleicht noch, hat es denn Spaß gemacht? Auf jeden Fall. Mir macht es auch immer noch Spaß. Ich bin jetzt dabei, es auch ein zweites, ein drittes und ein viertes Mal noch irgendwie durchzuspielen. Also ich werde es noch eine ganze Weile spielen. Mir macht das Spiel eine ganze Menge Spaß. Hat auf jeden Fall genug Spieltiefe. Es hat auf jeden Fall auch einen guten Wiederspielwert durch die Zufallselemente, neue Charaktere, die ich irgendwie noch entdecken will. Und Schwierigkeitsgrade, da gibt es auf jeden Fall noch einiges zu tun. Spielzeit könnten wir nämlich noch verlieren, jetzt abgesehen davon, was ich jetzt noch spielen will, sondern allgemein, wie lange braucht man denn das, um das einmal durchzuspielen genüsslich. Ich habe jetzt für den ersten Spieldurchlauf, ich glaube so 10 Stunden, 10, 12 Stunden plus minus, eher plus, gebraucht, um sich das alles so ein bisschen anzugucken, Tutorials, bis man ein bisschen reinkommt. Ja, so 10 Stunden plus für einen guten Spieldurchlauf. Die Story ist echt gut erzählt. Würde ich das Spiel empfehlen? Ja, schon. Es macht schon Laune. Bei dem Preis muss, glaube ich, jeder selbst entscheiden, ob es das wert ist. In dem Sinne wäre eigentlich alles gesagt. Ich selber spiele es auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen weiter und schau mir das an. Jo, dit wär ditte. Was ihr jetzt noch macht, ihr schaut auf jeden Fall in die Kommentare vorbei. Schreibt mir am besten noch, ob ihr ein weiteres Video zu Warschau sehen wollt. Vor allem, was man vielleicht daran noch verbessern kann. Vielleicht noch andere Sektionen, wichtige Themen, die man vielleicht abhandeln sollte dabei. Wisst ihr Bescheid? In dem Sinne, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns. Supergeil.